Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute haben wir uns mal wieder etwas sehr Ekliges ausgedacht. So was Ähnliches wie die Smoothie Challenge, nur mit Getränken. Wir ziehen gleich, was wir uns in unser Glas kippen müssen. Unter anderem gibt es Artischockensaft, rote Beete-Saft, Wurstwasser. Ja, mal gucken, was wir dann nachher so raus haben. Ich freue mich auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es natürlich auch einen Verlierer am Ende. Denn der, der am wenigsten aus seinem Glas trinkt, also du? Oder du, hat verloren. Und für den haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Denn am Sonntag, mein nächstes Video wird ein eigenständiges Bestrafungsvideo werden. Denn Julian, was muss der bestrafen? Der Verlierer, also in dem Fall die Bianca, die ja nachher hoffentlich nicht mehr trinkt als ich, die muss, oder der Verlierer muss rausgehen in die City mit einem Outfit, was der andere einem zusammenstellt. Oh, also Gott. Angenommen, ich würde der Bianca, die Bianca in einen pinken Badeanzug mit einer blauen Haube und weiß ich nicht, dann lasse ich mir was Schönes aus. Oder ich habe ihn noch nicht verloren. Eben, Julian. Okay. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich gewinne. Okay. Okay, los geht's. Komm, Julian, zieh als erstes. Das ist mein erster Zettel. Man kann doch nur leckere Sachen ziehen. Ja, das stimmt. Das kann man das auch heißt, ich habe vielleicht gleich einen leckeren Erdbeersmoothie am Start. Oder auch nicht. Jetzt kommt bestimmt als erstes Sauerkrautsaft. Scharfe Tomate. Ist nicht sehr lecker, aber das geht noch. Geht klar, ne? Es geht noch also, klar. Nein, es geht gar nicht klar, man. Ich hätte auch was voll Leckeres. Es steht halt auch noch Limo. Wie viel kommt jetzt da rein? Ja, bedenke, du musst insgesamt 10 Julian! Du musst aber probieren dürfen. Reicht. Ja, oder? Reicht doch. Das ist lecker, da gucke ich gleich mehr von rein. Gut, dann bin ich jetzt dran. Okay, das geht voll. Oh nein! Was denn? Artischockensaft! Oh. Artischocken mag ich eh schon. Ich auch nicht. Saft daraus zu machen. Nimm doch mal eine Prise. Nein! Wolltest du bei mir reinkippen? Geh mal weg. Das ist Leute, ich werde das gleich austrinken, ne? Ich will nicht in die Stadt. Ich habe da voll meine Hemmung. Wurstwasser mit ins Spiel. Ich muss ja gewinnen, sonst schaffe ich das nicht. Oh, guck mal, ich krieg Gänsehaut. Wie kippst du ganz, das jetzt da rein? Weiß ich auch nicht. Nein, nicht so viel! Komm, Tomate mit Wurst geht noch. Ja, komm, zieh du mal deinen. Dein okay, Kack, ich bin als nächstes. Oh, ich habe den leckeren Pfirsich-Eistee erwischt. Er ist lecker. Gekühlt hätte er noch besser geschmeckt. Du bist dran. Vielleicht ziehst du jetzt auch mal was leckeres. Wenn ich jetzt nur noch irgendwie Himbeersaft, irgendwie sowas ziehe, dann habe ich am Ende. Ich krieg das nicht auf. Ich darf das als erstes sehen. Limettensaft. Oh, aber shit. Limette. Das da neutralisiert alles, weil das so scharf ist, wollte ich gerade sagen. Das ist so sauer. Oha! Bist du verrückt? Stopp! Weißt ja, ich will das nachher nicht mehr schmecken. Weißt du, wie sauer das ist? Und dann auch so richtig genieße Strohhalm. So richtig unnötig, dieser Strohhalm. Rote Beetesaft! Zum Glück ist der auch endlich weg. Gott, nein, das oh, wei, oh, wei, Leute. Ja, ich gut, muss wir das haben gleich halt austrinken. Wir haben ich will nicht in die Stadt. Chef, die zieht mir irgendwie. Was könntest du mir anziehen? Ich will es gar nicht wissen, was du mir. Boah, rote Beete ist gar nicht mein Fall. Boah, das ist ekelhaft. Sieht aus wie Wein. Guck mal, jetzt sieht es aus wie Wein. Nächster Zettel. Limo! Jawoll, ja! Och man, das ist so gemein, echt. Ich hab Wurstwasser, okay? Ja gut, ich hab... Aber weißt du was? Ich hab jetzt Wurstwasser mit Sprudel. Das prickelt jetzt nicht so schön. Ich zieh schon mal während du einschüttest. Cola! Ich habe die Cola! Meins sieht eigentlich richtig lecker aus. Ich hab wie so ein Pfirsich, das sieht immer lecker aus, ne? Boah, ich bin voll aufgeregt. Karottensaft, ich ärgere mich dann richtig. Jawoll, guck mal, das passt sogar wieder farblich zu deinem Orangenen. Trinkst du eh niemals. Ja. Karottensaft ist nicht so schlimm bestimmt. Ich ja, hab noch nie. Willkommen mit Wurstwasser, glaube ich gar nichts gut. Leute, bitte ich werde das gleich leckeres, austrinken. Bitte was leckeres. Oh Gott, ich werde das bestimmt eh nicht austrinken. Spargelwasser! Oh, zum Glück. Spargelwasser hätte ich mir jetzt richtig eklig in der Kombi mit Wurstwasser vorgestellt. Ich will das nicht. Ja, komm. Hauptsache, ich wollte mir einfach gerade was in mein Zeug legen. Nein, zieh jetzt! Ja, geil! Geil, geil, geil! Cool, Sauerkrautsaft! Den hatte ich schon verdrängt. Sauerkrautsaft! Ich finde, das ist mit das Ekligste. Sauerkraut? Leute, wer macht denn sowas? Wer trinkt? Ich glaube, das ist wahrscheinlich zum Kochen oder so. Oh, ich riech daran nicht! Könnt ihr... Das riecht nach...
Kraut ab. Okay. Gibt's Leute von euch da draußen? Mach mal eine richtige so unsere Toilette. Ich habe den Himbeersaft. Himbeersaft. Davon mache ich mir jetzt richtig viel rein. Boah, das ist voll lecker. Ich mache mir auch einen Spritzer rein. Nein! Oh Mann! Okay. Weio, 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 weio. Es gibt nur noch leckere Sachen, außer einmal Sojasauce. Multivitaminsaft! Boah, wenn ich jetzt gleich auch noch die Sojasauce bekomme. Boah, die Sojasauce stelle ich mir so richtig eklig vor. Es muss gleich auch noch genau gleich viel drin sein. Oh! Was hast du? Sojasauce! Das heißt, ich habe danach Orangensaft oder Apfelschorle. Och, scheiße! Ich glaube, im Allgemeinen ist deiner leckerer. Nein! Schreibt mal rein, an welchem ihr lieber lippen würdet. Ich habe rote Beete-Saft und Artischockensaft, Mann. Obwohl, wenn ihr an einem von diesen beiden gerne nippen würdet, ich glaube, dann habt ihr irgendein Problem. Komm, wir ziehen gleichzeitig den letzten. Okay. Drei. Kriegt Apfelschorle? Ich habe Apfelschorle. Ich habe Orangensaft. Wir mussten die Apfelschorle umfüllen, weil die Flasche eben geplatzt ist, leider. Komm, muss jetzt genau gleich wieder drin sein. So Leute, wenn das mal nicht lecker aussieht, was es ohnehin tut, es sieht echt lecker aus. Kann ich mir so richtig vorstellen, so am Strand, ich bestelle mir so ein Peach-Lemon-Ice-Tea und dann kommt so... Oh, das war jetzt gar nicht witzig. Guck mal, oh Gott, das geht gar nicht. Ich kann das nicht. Okay, Bibi, aber der... Ich trink das nicht, ganz ehrlich. Lass ohne bestrafen. Nein. Mann, wieso haben wir dieses Video gedreht? Wir wussten doch, dass dieser Moment kommen wird. Boah, ich bin voll aufgeregt. Warte, warte. Ich habe voll die Idee. Ich rieche dabei einfach. Ich täusche jetzt meinen eigenen Körper. Nein, du darfst... Ich rieche an den Multivitaminsaft dabei. Kannst du meine Nase zuhalten? Okay, du als Erstes. Nee, wir beide gleichzeitig. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich brauch die Kotzschale. Ich brauch die. Gib mir die. Nee, 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 nee. Nein, ich brauch die. Gib mir die Mitte. Wehe, du kotzt auf mich. Stell vor deinen Kopf und ich kotze dir auf den Kopf. Mach sowas einfach nicht. Ich weiß nicht, warum wir jedes Mal wieder sowas machen. Guck mal, ich hab's viel schwerer. Meinst du schon aus wie so eine Klobrühe? Okay, hier ist Multivitaminsaft drin. Ich bin bereit. Ah! Okay, mach doch. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Oh, oh Gott. Leute, scheiße. Okay, auf Ex. Drei, stoßt und los. Ich kann nicht. Ich kann wirklich drei, nicht. Drei, zwei, eins. Stopp, machst du echt? Ja, ich mach. Was? Ich will nicht rausgehen. Mir ist sowas so unangenehm. Ich will auch nicht rausgehen. Ich will auch nicht raus. Ich werde das jetzt trinken. Ich werde das jetzt trinken. Gleichzeitig. Mal runtergeschluckt schon. Willst du mich verarschen? Ich habe einen Mini-Schluck nur probiert. Darf ich nachtanken? Darf ich nachtanken? Nein! Doch! Nein, wie darf man das nicht? Wie lange haben wir denn Zeit zu trinken? Bis einer aufgibt. Boah, ist das ekelhaft! Ich kann das nicht! Hör auf! Wieso schreckst du davon so viel? Weil ich nicht in die Stadt will! Okay, zeig! Du bist richtig am Zittern! Ich bin nass geschwitzt, Leute, ich kann nicht mehr. Jetzt soll noch einer sagen, ich bin nicht hart im Nehmen. Boah, ich bin rot wie so eine Tomate. Das stinkt so widerlich, ich krieg davon keinen Tropfen mehr runter, obwohl ich erst... Ich will gar nicht wissen, was ich gerade trinke. Ich trinke gerade Wurstwasser, ne? Was? Boah. Oha, das kann ich nie mehr aufholen. Gibst du auf? Ja. Ja? Ja? Gibst du auf? Gibst du Marsch! Auf? Boah, du stinkst so aus dem Mund. Tust gibst du mir alles eher, mir egal, gibst ich du auf? Ich kann das nicht trinken. Sag, sag, ich bin der Gewinner, ich bin der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Geil! Mir ist schlecht. Oh. Oh, ich hab glaube ich 6 oder 7 Mal runtergeschluckt. Ja gut, das ist jetzt echt, das sieht nicht viel Unterschied aus. Glaub mir, das ist viel. Das heißt, Leute, am Sonntag wird auf diesem Kanal hier ein Video kommen, wie ich die liebe Bibi in irgendein Kostüm einkleide. Boah, mir fallen schon richtig lustige Sachen. Boah, du stinkst so wirklich. Nee, du riechst voll gut mit deinem... Okay, Leute, das war's. Ich bin wieder fix und fertig mit den Nerven. Ich muss mir gleich erstmal irgendwas richtig Leckeres geben. Auf jeden Fall hoffen wir natürlich mal wieder, dass wir euch mit diesem Video unterhalten konnten. Und wenn ja, wenn ihr lachen musstet, dann zeigt uns das doch einfach mit einem Daumen nach oben, dass euch das Video gefallen hat. Oder gebt mal einen Daumen hoch, wenn ihr euch freut, die Bibi in ihrem Kostüm zu sehen. Wie viele Leute freuen sich? Du darfst echt nicht übertreiben. Komm, alle Leute, die ein bisschen schadenfroh sind. Ein bisschen schadenfroh ist doch normal, oder? Du darfst aber nicht übertreiben, ey. Du musst immer noch... Nein, als würde ich übertreiben. Du musst gemein, ich will nicht. Dann gehen wir so richtig schön durch die Kölner Innenstadt. Ja, ist gut. Ich will nicht, dass du mich jetzt ärgerst. Ich wusste, dass ich gewinne. Ich hab's, siehst du? Ich hab's am Anfang dir gesagt. Schaltet auf jeden Fall ein. Sonntag 11 Uhr kommt die Bestrafung zu diesem Battle hier. So, am Ende verlinke
verlinken wir euch nochmal unsere Smoothie-Challenge. Das ist wie gesagt so ein ähnliches Video, auch richtig ekelhaft geworden. Und ganz wichtig, hier auf der Seite gibt es Julians neues Video. Das ist auch heute online gekommen. Und zwar habe ich ihm super peinliche alte Jugendfotos von ihm ausgesucht. Das drehen wir gleich noch. Genau. Ich weiß noch nicht, welche Fotos mich erwarten. Ich bin gespannt. Er wird sich auf jeden Fall nicht freuen. Genau, das wird gleich noch gedreht. Schaut auf jeden Fall vorbei. Das wird bestimmt auch sehr lustig. Schaltet ein. Und gerne dürft ihr mir ein kostenloses Abo da lassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's. Bis dann. Und wir sagen Tschüss.